Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Es ist wahrscheinlich für den einen oder anderen etwas ungewohnt, mich so zu sehen. So meine ich vor einem leeren Tisch. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, das passt heute. Leerer Tisch, leerer Kopf auf der anderen Seite der Kamera. Denn ich bin heute hier, um mit euch über das Beste zu sprechen, was Frank Buttermann gestern auf seiner Klopause eingefallen ist. Ja, Butty hat einen Filmtag gemacht. Fast so, als wäre es wieder 2004. Aber 2004 ist dankenswerterweise nicht die Zahl der Fragen, die er uns hier gestellt hat. Da beschränkt er sich nämlich auf gemütliche 10 Stück. Er hat diesen Filmtag offen gestellt. Das heißt, jeder, der einen eigenen YouTube-Kanal hat oder weiß, wie man den von Buttermann hackt, kann diese Fragen für sich beantworten. Der liebe Krischi von den Medienhuren hat das auch bereits gemacht, auf seine üblich charmante Art und Weise. Und auch ich kann, wie man ganz eindeutig sieht, nicht schnell genug rennen, um mich vor dem Buttermann in Sicherheit zu bringen. Und deswegen Frage Nummer 1. Bin ich auch dabei bei Buttys Filmfragen-Tag? Wie auch immer das Teil heißt, wir schauen uns einmal an, was der liebe Buttermann von uns wissen möchte. Frage Nummer 1. Welches ist deine erste Filmerinnerung? Ich habe ein Hirn wie ein Nudelsieb, was quasi bedeutet, dass ich eigentlich recht froh sein kann, wenn ich mich noch daran erinnere, welche Filme ich heute gesehen habe. Und tatsächlich, Gott, das weiß ich gerade noch, mein Frühstücksfilm war 2020 Texas Gladiators in 4K, muah, beziehungsweise zum Mittagessen gab es dann Roberto Scavolinis Nightmare in a Damaged Brain in 4K. Muah. Nicht ganz so muah wie 2020, aber trotzdem ganz nett. Tatsächlich ist das allererste, was ich mich erinnere, das bewusst mit Film zu tun hat, wahrscheinlich das erste Mal, dass ich im Kino war. Man kann sich's vielleicht ansatzweise vorstellen, dass Zocki jetzt nicht unbedingt ein ruhiges, entspanntes Kind war. Und deswegen war so 1,5 Stunden still sitzen für mich jetzt eine große Herausforderung, beziehungsweise die große Herausforderung eher für alle Leute, die im selben Raum sein mussten wie ich. Und ich kann mich erinnern, dass mein Vater mit mir irgendwann einmal zu einem Pumuckl-Film ins Kino gegangen ist. Das muss tatsächlich so um 1995 herum gewesen sein, also die Zeit, wo Pumuckl-Filme noch wirkliche Filme waren und nicht einfach nur zusammengeschnittene Fernsehfolgen. Ich verachte euch. Da weiß ich aber noch, dass ich nicht wahnsinnig viel von dem Film mitbekommen habe und wir auch, glaube ich, relativ bald wieder aus dem Kino rausgegangen sind, aber später kam dann die Liebe zum Kino natürlich dazu, aber es hat natürlich ein bisschen gedauert. Dann, Frage Nummer 2, welches ist dein erster Lieblingsfilm? Und das war nicht Pumuckl, der wird's auch nie sein, sondern ich würde in dem Fall wirklich Ace Ventura nehmen. Ich meine, ich kann mich noch erinnern, die Zeit, als ich begonnen habe, quasi Filme aktiv zu schauen, das muss so fast die Jahrtausendwende herum gewesen sein, als ich quasi mit der PlayStation 2 zum allerersten Mal einen funktionstüchtigen DVD-Spieler zu Hause hatte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die allererste DVD, die ich jemals hatte, Ace Ventura 2 war. Und finde das irgendwie sehr bezeichnend, dass die allererste DVD, die ich jemals gesehen habe, ein geschnittener Film war. Aber das weiß ich noch, dass ich diesen Film absolut geliebt habe. Den ersten Teil tatsächlich nie so sehr wie den zweiten, weil der nicht ganz so verrückt und durchgeknallt und halt nicht ganz so Ace Ventura-rig ist. Aber auf jeden Fall ein Film, den ich bis heute liebe. Frage Nummer 3. Ein für dich zu Unrecht vergessener Film. Und warum? Das ist tatsächlich in diesem Regal oder in diesem Zimmer eine ganz besonders schwierige Frage, weil ich könnte da wahrscheinlich 20.000 Filme aufzählen. Ich würde auch etwas weiter ausholen und so quasi sagen, so ziemlich alles eigentlich, was man in Dingen wie einer Trash Collection beziehungsweise von Vinegar Syndrome zum Beispiel bekommt, könnte in diese Kategorie fallen, weil es gibt einfach so viele, so geile Filme, an die eigentlich so gut wie niemand denkt. Mir fällt jetzt blöderweise ganz spontan eigentlich kaum einer ein, weil ich denke mir, auch wenn, wobei, nee,
Ich nehme jetzt einfach einmal Phantomkommando, weil das irgendwie der Arnold Schwarzenegger Action-Klassiker ist, über den, finde ich, am wenigsten gesprochen wird. Jeder redet über Terminator, jeder redet über Predator, die ein oder anderen auch noch über Conan, aber Phantomkommando, dafür, dass das eigentlich der geilste amerikanische Actionfilm aller Zeiten ist, bekommt, finde ich, nicht ganz die Liebe, die er eigentlich verdient. Ja, ich weiß, das ist eine sehr große Ausdehnung der Regeln in dem Fall, aber ich mag diesen Film sehr gerne. Und was ich da jetzt gerade tatsächlich neben mir sehe, ist von Shock. Diese fünfteilige Mediabook-Reihe mit den alten Paul-Naschy-Klassikern, wo der Werwolf und der Yeti drinnen ist, ein Film, der damals, wäre er denn rausgekommen, garantiert beschlagnahmt worden wäre, aber den ich absolut großartig gefunden habe und den wahrscheinlich auch so kaum jemand in seinem, aktiv im Schädel hat. Frage Nummer 4. Welcher Film sollte niemals eine Fortsetzung oder Reboot bekommen und warum? Schindlers Liste. Ich glaube, die Liste der Gründe schreibt sich in dem Fall von selbst. Nein. Mir ist das eigentlich relativ wurscht. Wenn man zurückgeht zum amerikanischen Drehbuch Papst Bobby McGee, dann sagt der ja eigentlich, dass es in Wirklichkeit nur drei verschiedene Storylines oder Geschichten überhaupt gibt und alles andere, das existiert ja nur eine Abwandlung von diesen drei Archetypen von Stories. Also quasi ist eh so ziemlich jeder Film im wahrsten Sinne des Wortes ein Remake von Romeo und Julia. Aber es ist mir wurscht, weil ich der Meinung bin, man kann klassischen Stoff neu auflegen, man muss sich dafür allerdings Gedanken machen. Ich meine, natürlich heutzutage die junge Generation, die schafft es einfach nicht, sich alte Filme anzuschauen, was ich persönlich extrem schade finde, und braucht diese lauwarmen Halbgaren-Neuaufgüsse, die wir natürlich allesamt nicht brauchen, aber ich finde halt, dass wenn man einen klassischen Stoff neu umsetzt, dann muss das Ganze Alleinstellungsmerkmale haben und dann muss das Ganze für sich genommen als Filmprojekt stehen können und muss einen Mehrwert bieten und nicht einfach nur eben noch einmal das aufgießen, was wir eh schon haben und kennen. Von daher, jeder und kein Film kann quasi neu aufgelegt werden, wobei es natürlich den ein oder anderen Film gibt, wie Phantomkommando zum Beispiel, der einfach so perfekt ist, dass man da nichts mehr besser machen kann. Dann Frage Nummer 5. Dein erster Film, den du heimlich geschaut hast? Das ist eine gute Frage. Kann ich mich tatsächlich gar nicht erinnern, weil's meinen Eltern sowieso immer ziemlich wurscht war. Also nicht wurscht, aber es wurde jetzt nie wirklich groß kontrolliert, was Filme sind oder was für Altersfreigaben Filme haben. Ich kann mich nur an eine Geschichte erinnern, die ich relativ witzig fand. Dass ich damals meiner Mutter einreden konnte, dass sie mir den South Park-Film kauft, und mein Vater war dann irgendwie so: Ich hab doch gehört, dass das urböse und vulgär und ordinär ist. Ja. Und dann wollten sie quasi diesen Film sehen. Und ich habe gewusst, okay, passt, wenn die wissen, was da vorkommt in diesem Film, werden sie mir diese DVD wahrscheinlich wegnehmen. Weswegen ich sehr geschickt, danke übrigens an denjenigen von Warner, der das Authoring damals für die DVD gemacht hat. Und ich glaube, den 78 Minuten langen South Park-Film in 59 Kapitel unterteilt hat, weswegen ich einfach immer, wenn was Ordinäres begonnen hat, unterm Tisch quasi aufs nächste Kapitel gespult habe, was nicht aufgefallen ist. Es ist auch nicht aufgefallen, dass der Film quasi nach 10 Minuten schon wieder vorbei war. Aber ich glaube, sie wollten ihn dann eh nicht zu Ende sehen, weil sie befunden haben, das ist eigentlich eh nur Scheiße. Und ich habe gedacht, ja, Mission erfüllt in diesem Fall. Außerdem, Frage Nummer 6, bei welchem Film soll es heißen, musst du jedes Mal weinen? Das klingt jetzt wahnsinnig blöd, wenn ich das sage, aber bei keinem, weil ich mir diese Art von Filmen normalerweise nicht anschaue. Ich schaue keine Dramen, keine Tragödien, keine dramatischen Filme. Ich hab's gerne trivial, Action, Horror,
Comedy, gerne ordinär. Und das war's. Diese ganzen emotional fordernden Filme schaue ich eigentlich so gut wie gar nicht. Ich weiß, dass mir dadurch was entgeht, aber für mich ist Film halt einfach ein Medium zur Entspannung und zum Spaß haben. Dann Frage Nummer 7. Welchen Film hast du schon mehrmals begonnen, aber noch nie zu Ende geschaut? Auch das eine Frage, die ich tatsächlich nicht beantworten kann. Ich glaube wirklich nur bei Daniel der Zauberer damals zwei Anläufe gebraucht, weil ich beim ersten mir irgendwann einmal gedacht habe, nein, das geht einfach nicht, aber irgendwann habe ich den dann auch fertiggestellt. Ich kann mich wirklich an keinen einzigen Film erinnern, den ich bewusst und absichtlich nicht fertig geschaut habe. Deswegen, Frage Nummer 8, welcher Film fehlt dir bis heute in einer anständigen Veröffentlichung? Karatechi Kid oder wie auch immer das heißt, dieser Film, der dabei rauskommt, wenn man bei Google eingibt oder bei YouTube eingibt, Worst Movie Death Scene Ever, wo die Frau den Typen erschießt und er so in Zeitung Blutbeutel zerdrückt auf ihn. Das ist großartig und ich möchte diesen Film endlich sehen. Genauso wie übrigens dieser eine Film, ich habe den Namen schon wieder vergessen, aber wenn ich das sagen würde, würde sich's wahrscheinlich auch keiner merken, weil es thailändisch ist. Ein thailändischer Werwolf-Film aus, ich glaube, dem Jahr 1987. Auch einer, der lustigerweise kommt, wenn man auf YouTube eingeht, Worst Werewolf Transformation Scene Ever, wo ein Typ einen Hund anschaut und man ihm dann mehr oder weniger zwischen ein paar Gegenschnitten ein paar Sackhaare ins Gesicht klebt. Absolute Bombe. Und ich will diesen verdammten Film endlich sehen, aber irgendwie gibt's den nirgends. Frage Nummer 9. In welchem Film würdest du gern mal in mindestens einer Szene mitspielen und warum? Wie man mitbekommen hat, nachdem ich sogar mit dem Herrn Jürs gedreht habe, bin ich, was die Wahl meiner Filmprojekte betrifft, nicht sonderlich wählerisch. Nein, ganz ehrlich, auch da habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Also, mir macht tatsächlich Schauspielen wahnsinnig viel Spaß. Wahrscheinlich, wie es Leute, die öfter auf meinem Kanal unterwegs sind, auch wissen, weil kleiner Tipp am Rande, nein, ich bin nicht immer so. Also, auch die Zocki-Persönlichkeit ist ja quasi ein Charakter, den ich spiele, der natürlich meine persönliche Meinung vertritt und das ist alles quasi nicht fake, aber es ist natürlich von der Präsentation her wesentlich übertriebener und überdramatischer, als ich das selbst natürlich so machen würde, weil es mir einfach genauso Spaß macht. Aber auch da, wie gesagt, falls wer Bock hat, einfach mal ein E-Mail schreiben und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und Frage Nummer 10. Wie sollte sich die Filmlandschaft in den nächsten 20 Jahren verändern? Was wünschst du dir? Gut, die Tatsache, dass jetzt quasi alles zwangspolitisiert wird, wird wahrscheinlich nie mehr wegkommen. Aber was ich tatsächlich gerne hätte, ist, dass so dieses verkrampfte aus dem Filmemachen wieder rauskommt. Ich finde, dass es natürlich auch heutzutage immer noch massenhaft gute Filme gibt und jedes Jahr gibt es einige wirklich absolute Granaten, die man sich anschauen kann, aber mir fehlt irgendwie so dieser Charme, den Filme früher gerne mal hatten. Das ist einfach heutzutage kaum mehr möglich, weil eben entweder die Filmproduktionen ja einfach eh nur mehr Gelddruckmaschinen sind, wie man sieht, wie sich Hollywood teilweise an China anbietet, damit sie dort dann halt eben die Filme auch veröffentlichen dürfen. Das ist nicht mein Gedanke beim Thema Filme machen, aber wie gesagt, da bin ich grundsätzlich sehr offen. Ich fürchte allerdings, dass es in eine Richtung weitergeht, die uns nicht besonders gut gefallen wird, beziehungsweise bald in eine Richtung weitergehen wird, die ich gar nicht mehr mitbekommen werde, weil das eine, was mir wirklich wichtig ist, ist, dass die Filmindustrie in Kinos und in physischen Heimkino-Veröffentlichungen bleibt, die man sich ins Regal stellen kann, die einem auch niemand mehr wegnehmen kann, wenn man sie denn einmal besitzt und dass das Ganze wieder wegkommt vom ganzen Streaming-Sumpf. Ergo, das nächste, was so garantiert nicht passieren wird. Das war's, meine 10 Antworten auf Buttys 10 Filmfragen, muss ich sagen, war eigentlich durchaus interessant, hoffentlich auch für euch, wobei gut, wenn nicht, wie würdet ihr dann diese Frage beantworten können, weil ich hätte sie ja euch niemals gestellt, wenn ihr das Video wahrscheinlich schon vor 14 Minuten abgedreht habt, aber das war's, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank, Butty, für deine Fragen, beziehungsweise, dass du mich
eingeladen hast, sie mit zu beantworten. Wir sehen uns in Bälde dann übrigens wieder auf dem auf Battis Kanal. Die Fernsehschatztruhe mit brandneuen Folgen von Der Harte und der Zarte. Da freue ich mich riesig drauf. Beziehungsweise sage ich euch vielen Dank fürs Zuschauen und auf jeden Fall noch einen schönen Restsonntag oder Montag oder Dienstag oder Mittwoch oder Donnerstag oder Freitag oder Samstag. Je nachdem, wann ihr dieses Video halt gerade schaut.